Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr riesen Spaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Ist mir warm. Oh, toll, Simon. Jetzt haben wir einen Burggraben für unsere Krokodile. Ja, aber das Wasser fehlt noch. Los, komm. Wir holen was aus der Wasserpumpe. Ja. Hier kommt der Eingang hin. Ja, aber wir brauchen noch ein paar Brücken. Mhm. Puh. Das hält? Na klar. Ihr seid ja immer noch hier. Es ist schon spät und sicher regnet es bald. Ach, wir sind aber noch gar nicht fertig. Na kommt, ihr könnt auch morgen weiterspielen. Es gibt gleich Abendessen und Simons Mama wartet. Ah, na gut. Na gut. Puh, dieser Nieselregen, wie ungemütlich. Mir macht das nichts aus. Mir auch nicht. Schade. Ich hätte so gerne weitergebaut. Nimm erst mal ein Taschentuch. Ist dir denn kalt? Nein. Mhm. Schmeckt gut. Sag mal, Conny, hast du denn überhaupt keinen Hunger? Nö. Weiß Kann nicht. Ich noch mehr haben? Ja, komm. So, bitteschön. Ah. Fühlst du dich nicht gut, Conny? Danke. Mir tut alles weh. Oh, ich mach dir gleich mal eine schöne warme Badewanne, okay? Das riecht nach Wald. Aha, das ist ein Erkältungsbad. Das riecht nach Kiefernadeln und Eukalyptus. Riecht gut. Oh, schön warm. Ja. Am besten, du tauchst so weit unter, wie es geht. Mhm. So, alles frisch bezogen. Ist es so gemütlich? Na, mein Schatz? Papa, ich kann nicht schlucken. Das tut so weh. Ach, herrje, du glühst ja wie ein Ofen. Hey, ich dachte, du schläfst schon. Mein Hals tut weh und meine Nase ist verstopft. Connys Stirn ist ganz heiß. Oh ja, am besten messen wir mal deine Temperatur. Und Papa fährt zur Apotheke und holt Hustensaft, okay? Komm. Nicht weggehen. Ich will nicht allein sein. Na, dann bauen wir dir ein gemütliches Lager im Wohnzimmer. Was meinst du? Ja, gerne. Na, wie gefällt dir deine Kuschelecke? Ich hab dir Apfelschorle mitgebracht. Ich hab keinen Durst. Du kannst ja gleich mal einen Schluck versuchen, hm? Wenn du Fieber hast, dann ist es ganz wichtig, viel zu trinken. So, jetzt sehen wir mal nach, ob du erhöhte Temperatur hast. Willst du es selber ins Ohr halten? Halt es so lange, bis es piept. Dann können wir die Temperatur ablesen. Mal sehen. Ein gesunder Körper hat eine Temperatur von ungefähr 37 Grad. Und du hast 38,5. Das ist erhöhte Temperatur. Mau? Mau? Hallo, ich bin wieder da. Ach, das ist gut. Sag mal, ich habe deinen Schal gar nicht gefunden. Oh, weiß nicht. Wo der ist, habe ich ganz vergessen. Na, dann bekommst du erst mal meinen und auch noch einen Löffel Hustensaft.
Conny hat Fieber. Ich denke, da könnten auch Wadenwickel helfen. Mhm. Hier, der ist noch schön warm. Mir ist gar nicht kalt. Aber deinem Hals wird es helfen. Und es wird weniger kratzen, wenn du einen Löffel Hustensaft nimmst. Ich mag nicht. Den magst du ganz bestimmt. Der schmeckt richtig lecker nach, na, was meinst du, wonach der schmeckt? Honig und Himbeere. Nicht mau. Du bist doch nicht krank. Hiermit geht das Fieber ganz bestimmt schneller zurück. Was machst du denn mit den Tüchern? Wadenwickel. Füße raus, ich zeig dir, wie das geht. So. Das hier sind feuchte Tücher, die wickeln wir jetzt um deine Waden. Das ist kalt. Aber nur kurz. Gleich wird's wieder warm. Und zum Schluss ein trockenes Tuch zum Abdecken. Das fühlt sich so komisch nass an. Das ist fies. Mhm, stimmt. Die sind fies zum Fieber. Die ziehen es nämlich so richtig aus deinem Körper raus. Und je schneller das Fieber weg ist, desto eher kannst du wieder spielen gehen. Fertig. Super, gleich noch ein Glas. Na, Conny, soll ich noch bei dir bleiben, oder? Ja, bei mir bleiben. Na, dann schlaf mal schön. Conny, Conny! Psst, lass Conny ruhig noch schlafen. Jakob, kommst du zu mir? Ja. Du, Jakob, es ist im Moment besser, wenn ihr nicht zusammen in Connys Bett kuschelt. Conny ist krank und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht anstecken könntest. Was habe ich denn? Ich fürchte, du hast eine Grippe, eine starke Erkältung. Hoffentlich fühlst du dich bald besser. Willst du meinen Kuschelhasen? Ja. Bitteschön. Danke. Kann ich wieder ins Wohnzimmer? Na klar. Hier kommt das Frühstück. Du hast doch bestimmt Hunger wie ein Bär, oder? Ich schmeck ja gar nichts. Läuft die Nase oder ist sie verstopft? Beides. Dann kriegst du jetzt noch Nasenspray. Das macht die Nase frei. Ich spritze etwas davon in jedes Nasenloch. Das jeweils andere hältst du zu und dann ziehst du hoch. Mhm. Mama, bekomme ich das auch? Du hast doch keinen fiesen Schnupfen, so wie Conny. Aber ich will auch was. Hier, ein Zwieback für dich. Wie für Conny. Wollen wir noch einmal Fieber messen, Conny? Ich habe das Gefühl, dass es schon weniger ist. Mhm. Und? Lass mal sehen. 37,8, das ist schon viel, viel besser als gestern. Dann kann ich jetzt rausgehen? Ich denke, bald. Ich will auch Fieber messen. Ja, Jakob auch. Mal sehen. 37, das ist ja sensationell gesund. Haha, yippie, ich bin gesund. Das kitzelt. Gesundheit, was macht der Hals? Hm? Tut das Schlucken noch weh? Schon besser, aber jetzt tut es da weh. Ich hol dir eine Creme dafür und ihr könnt schon mal überlegen, was ihr gerne spielen wollt. Hm? Okay. Ja. Schön, dass du so viel trinkst. Das ist gut. Dann kommst du bestimmt schneller wieder auf die Beine. Hm? Mama, wir wollen malen. Diese lustigen Figuren, die man umklappen muss. Ach so, das Fantasiewesen. Jeder malt einen Körperteil heimlich und gibt das Blatt weiter. Ja, genau. Ja, ja. Malen. Ich mal jetzt, eine Burg. Hm? Unsere Burg, die wollte ich so gerne weiterbauen. Weißt du was? Simon ist auch krank. Da müsstest du sowieso noch warten. Denn alleine bauen ist doch langweilig, oder? Ja. Hoffentlich sind wir bald wieder gesund. Bestimmt. Du machst ja auch super mit. Und wenn du jetzt noch ein bisschen schläfst, dann kannst du auch bald wieder raus. Mhm. Jakob? Ja? Hilfst du mir gleich beim Abendbrot machen? Hm? Oh ja! Hallo zusammen! Hallo Jakob! Hallo Papa! Na? Hallo!
Na, und wie geht's unserer Patientin? Schon besser. Hatschi! Hier, bitteschön. Ist das für mich? Oh, der ist ja schön. Guck mal, Mau, mit Katzen drauf. Dankeschön. Gern geschehen. Oh, ist der schön flauschig. Ich war 3 Tage krank. Mit Halsweh und so. Was sagst du? Nur 3 Tage? Na, dann hattest du es ja gut. Ich musste die ganze Woche im Bett bleiben. Oh, du Armer. Mir wurde schon ganz langweilig. Ja, und mir erst. Guck mal, unsere Burg. Mein Schal. Ja. Das sind doch unsere Sachen. Eigenartig. Was soll das denn? Nicht? Das sieht doch super aus. So kriegt unsere Burg keinen fiesen Schnupfen. Hä? Ja.